Moment. Heute möchte ich dir aus der Rubrik zu klopfende Bücher ein Buch vorstellen von Byron Katie, und zwar mit dem Titel Lieben, was ist? Ich halte das dir mal ganz nah in die Kamera. Du kannst es hier unten, findest du den Link, es ist auf Amazon ganz leicht zu bestellen. Byron Katie ist dir vielleicht ein Begriff, sie hat die Methode The Work erfunden, eine Methode, die aus 4 Fragen besteht und 3 zusätzlichen Umformulierungen. Ich wende The Work bzw. diese Methoden oft in Kombination mit EFT an, damit ich auf der einen Seite meinen Gedanken klären kann und die dahinterliegende und darunterliegende emotionale Belastung auflöse. Nehmen wir mal an, du liegst abends im Bett, ja, dein Körper ist total müde und du hast ständig Gedanken im Kopf. Ja, ich muss erfolgreich sein, ich muss mehr Geld verdienen, ich muss dieses, ich muss jenes. Ja, es kreist und kreist und du findest einfach keinen Schlaf. Du machst die Augen zu und schon siehst du wieder Szenarien vor dir. Ja, und das überfordert dich und du bist aber wirklich müde und trotzdem, dein Verstand hört nicht auf. Gedanken über Gedanken, ständig, ja, und das ist so laut, ja, vielleicht hast du schon mal erlebt, wenn du dich hinlegst, ja, auf einmal ist es so laut in deinem Kopf. Für diesen Fall kannst du natürlich klopfen, aber um dieses Karussell in deinem Kopf wirklich zu stoppen und zu sagen, hey, stopp, ich guck jetzt mal, ob das wirklich wahr ist, dafür empfehle ich dir, ich zeige dir das Buch nochmal, The Work und das Buch Lieben, was ist. Hier findest du ganz, ganz viele Beispiele, wie The Work tatsächlich angewendet wird.